Hallöchen, meine Allergutesten. Willkommen zu einer neuen Aufnahme hier. Ihr seht's auf der Map Berlin 156. Ist mal was anderes außer meine. Da geht's gerade schleppend voran. Da dachte ich, ach, fahr ich mal den 156er. Ist mal was anderes. Im Scania, der wird ja sowieso ganz selten auf meinem Kanal gesehen. Ja, mal den Vollerots. Schöne Busse fahren sich nicht so schön. Ja, nein. Wir fahren zur Stadion Buschallee. Den Fahrplan dürfte ich schon drin haben, genau. So. Ah ja. Wir machen mal die Fenster auf hier. Ich glaube, Oberhitze. Haben wir alles. Haben wir doch alle offen, wa? Ja. Das ist der Scania-Mod von dem lieben Simon. Damals Berlin Bus Group. Nee. Doch. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh. Aber ich glaube, ich hatte hier den PIN verhunzt. Ich kann hier nämlich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich das hier verhauen hatte. Oder wie sehr verhauen ich das hatte. Ich weiß es nicht mehr. Nö, weiß ich nicht. Egal. Wir können auch ohne Karte unangemeldet fortfahren. Ach so. Ja, ich bin anderes Atrium gewohnt, gerade aktuell. Wir fahren die Linie. Achso, die haben wir schon. Routenauswahl. Ich glaube, das war die 6. Weiß gar nicht, wohin wir fahren. Wohin fahren wir denn? Doch, zur Buschallee. War es die 7? Wir gehen einfach mal alle durch. Eins, zwei. Warte, das dürfte dann. Ja, so war das. Perfekt. Ja. Hier mit dem sehr beliebten Entchen-Repaint. Diese Böenheide-Steckmäuse. Ich spule mal ganz kurz an dem Wetter. An der Zeit. Haben wir noch ein paar Minuten. Gut. Wir fahren vor. Glaube, ich müsste mal ganz kurz die Perspektive hier anpassen. Ein bisschen mehr hochschauen, glaube ich. Ja. Passt. Ich fahre die so selten, die Linie, auf der Map allgemein, weil ich aktuell nur damit beschäftigt bin, auf meiner Fehler zu beheben. Jetzt aktuell, wie ihr wisst, baue ich ja am 150er. Den habe ich grob fertig, musst du nur hübscher machen. Dann kommt noch der 154er später dazu. Der wird, glaube ich, aber nicht pünktlich zum Release, also zum Update,
im Oktober fertig sein. Mal schauen. Mal gucken. Schauen wir mal, was wird. Ich habe hier noch sehr viel Solaris auf der Map herumfahren. Die ist, glaube ich, noch vom Stand 2020 oder so. Oder, keine Ahnung, größtenteils noch der Fuhrpark von damals. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, falls es euch aufregen sollte, dass ich so weit Abstand halte. Ich fahre den Hupen so selten. Ich schaffe das nur direkt an der Bordsteinkante ranzufahren. Da fällt mir ein. Ich weiß gar nicht, warum ich Fenster offen habe. Ich kann nur. Das war doch der, wa? Ich weiß das gar nicht. Oh. War das die Klimaanlage? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal rumfragen. Okay, ich mach's mal aus. Ich weiß gerade nicht, was die Klimaanlage ist. S-Bahnhof Landsberger Allee. Auch noch die gute Helga drinne. Ich hatte überlegt, umzusteigen auf die Höhe von Jake, aber habe ich nichts da. Ich vergesse meine Blinker auszumachen. Hatte ich keine Lust, irgendwie rumzufragen. Es gibt sich, ich hatte mal angeboten bekommen, dass mir Leute das fertig machen, aber ich habe keine Lust, die Leute deswegen zu nerven. Ich glaube, das war der hier, war. Ja. Ich brauche noch ein schönes Thumbnail. Schön die Stocker Straße im Hintergrund. Nee, war. Nee. Da kriegen wir schönere. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen oder so habt. Das habe ich, ja, wenn ich das mal so überlege, nie gemacht, dass ihr mal irgendwie Fragen stellen könnt und ich die beantworte. Mein Projekt zu all dem, was ich mache.
Storkower Straße, Einkaufszentrum. Es weckt immer Erinnerungen, wenn ich hier lang fahre. Boah, was ist das denn jetzt hier? Danke! Ich hab mir überlegt, mit Kollision wieder anzufangen. Ich kann nicht mehr reden. Ich hab mir überlegt, anzufangen, wieder mit Kollision zu fahren. Aber das funktioniert sowohl auf meiner Map noch nicht ganz. Es gibt da noch ein paar Winkel, wo man es noch nicht machen kann. Und auf den anderen Maps, aber es gibt immer unsichtbare Wände. Und dann kommst du nicht weiter. Oder jetzt wie das hier mit der KI, die sich einfach vor einen schubst. Reinspaziert in die gute Stube. Nee, lass mal ausprobieren. Ich mach mal kurz alle Fenster wieder zu. Bum, 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 bum. Macht's. Ja, okay. Ich glaube, die war das. Werde ich gleich sehen. Storkower Straße, Gewerbegebiet. Das ist schwierig hier. Ich höre hier immer, wenn ich die Türen öffne oder in den Innen- oder Außenring gehe, höre ich so ein Piepen im Hintergrund, so ein ganz hoher schrilliger Ton, und den habe ich in meinem Solaris gehört vorne. Nicht hinten, aber immer vorne. Der fehlt mir irgendwie im Solaris, der Ton. Knipprode Straße, Storkower Straße. Ich bin nochmal gespannt, ob ich hier mit einer Zugriffsverletzung Omsi heute verlasse. Aktuell das Problem, ich hatte irgendwie ein Update und seitdem, wenn ich irgendwie im Editor unterwegs bin, irgendein Objekt setze nach einer Weile, ist alles weg. Ist Map leer. Oder ich habe eine Zugriffsverletzung, wenn ich Omsi verlasse. Das ist egal, wann, wie, wo. Immer. Ziehen wir ab. Schade, nee. Stedinger Weg. Ja, habt ihr das gehört? Dieses. Warte. Nee, das hört man, glaube ich, immer nur, wenn der in den Link geht und die Tür öffnet. Ich hatte auch kurzzeitig ein Grafikmod Reshape drin, aber das hat mir Omsi auch komplett gut gemacht. Zum Beispiel kann ich keine AI mehr von XCnet nutzen.
weil die alle hinüber sind durch diesen Mod. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Die Sounds und so sind alle hinüber. Und ich kann das halt auch noch nicht reparieren, weil sich Harlequin bei mir nicht meldet. Hab mich mehrfach beschwert, weil ich meine Add-on updaten will, reparieren will. Nichts da. Denkst du, die melden sich zurück, wenn du da irgendwie Supporthilfe willst? Nichts da. Alle Downloads, die du nicht brauchst, funktionieren nur der, den du brauchst, nicht. Ich hatte mir damals das XC-Net-On als DVD geholt und bei Harlequin aktiviert und nicht bei Steam. Das war mein Fehler, ich hatte damals gar keine Ahnung von. Greifswalder Straße, Ostseestraße. Objekte und Splines sind zu funktionieren, nur halt. Doch die Busse dürften, glaube ich, auch noch funktionieren, aber die KI nicht. Und die Sounds von den Bussen. Wäre schön zu wissen, dass man sieht, wo gedrückt wurde, dass quasi die Tür blinkt, damit man weiß, wo man aufmachen muss. Bisschen nervig bei dem Bus. Aber ich habe mich immer daran gewöhnt, keine Türfreigabe hier zu geben. Auch mit Florian, aka Spotting-Fan, überlegt, die Map so ein bisschen umzubauen, von wegen 158er reale Linienführung und so. Aber das geht ja gar nicht, weil da hinten, das kann ich gleich mal zeigen, da fahren wir vorbei, das alles so schräg und falsch bemessen wurde, wie auf meiner Map halt, dass man das nicht machen kann. Und Stadion Buschali-Hansa-Straße, habe ich auch erfahren, ist ja auch neu gebaut worden. Wusste ich auch zum Beispiel nicht bis letzte Woche. Sieht man mal. Fahrradfahrer, das wollte ich auch noch auf die Map aufbauen. Ein bisschen noch mehr abkotzen. Ist da. Haltestelle, ja. Wir können auch hinten einsteigen, Damen. Mich jetzt gestört mit dem Rückspiegel. Heute ist so ein schöner Tag. Ja. Also, das. Kann ich das noch mal zeigen? Ich hatte hier nämlich schon versucht, bis, also, die Straße so bis Greifswalder Straße zu bauen.
Oh, da hat sich eine KI verirrt. Hier ist quasi so, wo der Abteil ist, der Bahnhof Greifswalder Straße. Aber das ist alles so schräg verbaut, das haut alles nicht hin. Schwer zu zeigen jetzt ohne Google Maps und alles. Umsetzbar wäre es natürlich weiterhin, aber es wäre halt noch S-Bahnhof Prenzlauer Allee. ein paar fiktive Kurven mit auf der geraden Strecke, die eigentlich da wäre. Ich habe es gar nicht von Augsee offen, was die Temperatur doch da unten ist. Ist das die Innen- oder Außentemperatur jetzt? So, Wind. Temperatur außen 23 Grad. Ja, 21,5 Grad haben wir es im Bus. Ist hinnehmbar. Das Beste, ich habe hier noch die Masken drin, sehe ich auch. Fällt mir jetzt erst auf. Die laufen noch fast alle mit Masken rum. Sehr vorbildlich. Ich brauche noch ein schönes, schönes Foto. Warte, ich mache kurz Pause. So. Das ist nicht schön. Aber er zieht immer richtig an. Erich-Weinert-Straße. Immerhin. Aber klar. Ich habe jetzt übrigens ein Ampelobjekt, was dafür sorgt, dass auch bei mir Fußgänger jetzt mal der Ampel laufen können. Das kommt jetzt auch nach und nach über auf der Map rauf. Weil bisher ist ja bei mir die Ampel überall immer nur rot und das laufen keine Fußgänger über die Ampel. Nur an die Omsi-Kreuzungen. Die selbstgebauten nicht, und das kann ich jetzt alles korrigieren. Rein. Also mehr hat die Klimaanlage nicht drauf, oder? Das ist schade. 21,5 ist also das Kürzeste, was man machen kann. Ich will den Winter, ich will die Arktis hier drin haben. Ich will, dass Schnee aus der Klimaanlage rieselt. Weil es so kalt hier drin ist.
ich die Ampel gar nicht. Doch da. Ich bin ein Genie, da vorne ist er doch. Oh Mann, es ist warm, Leute. Kennt ihr das? Ihr macht Aufnahmen und ausgerechnet dann rufen alle an. Scheußlich. Rufen immer alle dann an, wenn man eine Aufnahme am Laufen hat. Das ist. Ich glaube, ich müsste öfters mal aufnehmen, damit ich mehr Aufmerksamkeit kriege. Der lässt mich raus, aber sehr nett. Sehr enge Straßen hier, also das ist sehr eng. Gustav-Adolf-Straße, Langhansstraße. Ich glaube, das ist ein bisschen zu eng gemacht hier. Ich bin hier zwar lange nicht mehr lang gefahren, aber ich habe das nicht so eng in Erinnerung. Also hier passen, glaube ich, zwei Busse nebeneinander hin. Das ist aber hier auf dem Abschnitt komplett unmöglich. Hallo Herr, danke fürs Antworten. Jetzt müssen wir hinne machen, jetzt ist kein Bus auf der entgegenkommenden Seite. Habe ich auch ganz oft gehabt, wenn ich da mal gefahren bin. Und dann hast du die Arschkarte. Ich glaube, mittlerweile ist nur noch der 156er hier das Reale an der Map. Der 158er fährt ja hier nicht mehr. Der fährt jetzt da hinten. Auch viel zu klein, glaube ich, der Kreis. Der fuckt mich manchmal echt ab, wenn ich hier nicht rumkomme. Da habe ich keinen Bock mehr. Die reinste Qual im Sommer hier mit dem Solaris der zweiten Generation hier lang zu fahren. Der Viertürer. Das war immer so heiß in dem Bus. Unglaublich heiß. Excuse me?
mal diese Sprühkinder, wegen euch muss ich jetzt hier 30 fahren. Wir sind hier immer über die Straße gelaufen, so schräg. Gerade noch so, dass uns die Fahrzeuge nicht abkriegen. Enkel, das nervt. Die sind echt nicht so enkel. Oh, komm! Mach blitzt euch von der Straße. Geht er ja nicht. Oh Mann! Ich hasse euch! Hätte euch überfahren sollen. So. Hase, da kratzt. Wir können noch ein bisschen vorfahren. Können wir von hier ein schönes Foto machen. Ich habe noch nie einen Solaris-Bus gesehen. Hellweg. Guter Hellweg. Ich vermisse Hellweg. Hier in Sachsen-Anhalt gibt es so gut wie keinen Hellweg. Der X550er nach Pankow wäre auch eine schöne Linie. In Ormsee. Es wird wärmer hier drin, warum wird das wärmer?
hier irgendwas einstellen, wenn das... damit das hier noch ein bisschen kühler wird? Es ist 22 Grad hier im Bus. Kann ich auch die Klimaanlage ausmachen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie die funktioniert. Ist hier irgendein Fenster offen, was ich übersehe? Alles zu. Nee, da. Schande, die Klimaanlage hat ganz hinten nutzt gearbeitet. Müssen wir das mal genauer anschauen. Vielleicht baue ich das ja auch um in der Buschallee. Weil ich glaube, der hat ja auch eine neue Schnur, oder? Also neue Streckenführung dann. Boah, fällt der Scheiße. Ja, ja. Boah, das ist wahnsinnig scheiße. Ich würde so viele Linien in Omsi fühlen und keiner hat Lust, sie nachzumachen. Ich glaube, ich bin genug bedient mit dem, was ich da mache. Jetzt muss ich mal jemand an Schöne Weide ransetzen. Schöne Weide würde ich fühlen. Was würde ich denn machen? Was wäre denn noch? Schmöckwitz in Omsi. Ich habe damals angefangen und dann habe ich gelöscht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil ich auch gesehen habe, dass 100 Leute an dieser Linie da hinten arbeiten. Schmöckwitz. Die 68. Der 100er, die gibt's ja jetzt. Ich glaube, der 200er, der soll ja auch noch später dazu kommen. 300er würde ich, glaube ich, noch fühlen. Ich glaube, der M41er wäre auch noch stabil. Oder M85. Fährst zwar nur geradeaus, aber
brauche mal was Neues. Jetzt ist, glaube ich, niemand mehr im Bus, war. Doch. So, am Ziel angekommen. Das soll es dann auch gewesen sein. Also, so viel ich mitbekommen habe, kann man jetzt irgendwie hier reinfahren von der Straße aus. Von hier irgendwie. Dass hier quasi, dass du nicht mehr von hier kommst, dass du dann von hier vorne reinfährst. Irgendwie so, ich weiß es nicht. Ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut. So. Fahren wir mal hier rum. Also die Klimaanlage ist ja voll für den Arsch, ne? Also wenn das die Klimaanlage ist, was ich eingeschaltet habe, ist sie für den Arsch. Gesellen wir uns mal hier zu unserem Kollegen. So, Fahrplan hat er nicht abgeschlossen, aber das ist mir auch Jacke und Hose. Ja. Da, Mann. Na gut, Leute, das war's für heute. Hoffe, euch hat trotz ganz kurzen Unterbrechen, ich glaube, ich werde es rausschneiden, hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Abo. Ihr könnt auch gerne mal auf Twitch reinkommen. Da bin ich zwar selten, aber trotzdem wäre ein Follow von euch da schön. Genießt das schöne Wetter, seid nicht so oft am Omni zocken. Ich bin das auch nicht. Ich habe jetzt nur mal, weil ich Omni wieder zum Laufen bekommen habe, größtenteils eine Testfahrt gemacht und überlegt, ach, nehme ich doch auf. Wenn alles gut läuft, lade ich es hoch. Es ist alles gut gelaufen. Bin ich froh. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt die Sommerhitze, bräunt euch schön, lasst gut Feedback da und so weiter und so fort. Bis dann.